Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wenn ihr euch hier hinfährt habt, abonniert doch mal kurz und klackt auf die Glocke, damit ihr die nächsten Videos auch habt. Wir spielen weiter Aplax Tale Requiem und wir sind auf dem Weg zur Festung und sehen gerade, hier gibt es Barbarei. Hier werden Leute von Klippen gestürzt und an Ketten gehalten. Wir wissen gar nicht, was hier los ist. Lass mal versuchen rauszufinden, was hier so abgeht. Eine hab ich, die anderen sind entkommen. Scheiße. Haltet Wache, falls sie zurückkommen, um den Rest zu befreien. Ich bring die hier zurück. Verstanden. Okay. Die anderen? Lass los, du Schwein! Oh, mach ich. Bald. Ich will Ruhe. Tötet alle Eindringlinge. Mist, wer sind die? Sieht mir schwer nach Sklavenhändlern aus. Sklavenhändler? Sie fangen Menschen und verkaufen sie wie Tiere. Wirklich? Das hält uns nicht auf. Fuck, was hier passiert? Ich glaube. Es war ein Fehler, von dir herzukommen. Du machst es. Ab ins Feuer mit ihm. Renn, du Schwein! Renn, du Schwein! Cool. Ah, ein cooler One-Liner. Brenn, du Schwein. Da irgendwas, was ich brauchen kann von ihm? Oh, da liegt das Mädchen, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, was das ist. Das hat auch keiner gehört von anderen Leuten da. Das wundert mich allerdings ein bisschen. Oder? Düster ist es hier. Echt ganz schön düster. So, hier ist Keller. Ja, ich bin hier. Geht's dir gut? Ja, aber die meinen es ernst. Verschwenden wir keine Zeit. Verdammt. Ich hoffe, Milo hat recht. Wir haben genug Männer verloren. Wird schon gut gehen. Bisher konnten wir im Traum. Oh, verdammt. Oh nein. Da haben wir noch keinen Entdeck mit durch. Hier drüben! Ich sehe sie! Sie haben uns gesehen. Ich weiß. Sogar zwei. Ich. Nein, nein, nein. Wir haben Gesellschaft. Los, finden wir sie. Was? Hat er einen Helm auf? Er wird uns entdecken. Sieh mal einer! Oh nein! Auch das war ja dumm. Mist! Das war ja dumm. Ich habe Ablenken gedrückt, glaube ich, und dann noch den Stich. War natürlich blöd von mir. Und alles. Ihr seid das. Hab sie! Lasst sie nicht entkommen! Kommen. Ja, Mann. Das ist ein Eindringlinge! Ja, das ist egal. Lass uns einmal getötet werden. Macht nichts. Okay, jetzt müssen wir natürlich warten, dass er wieder nach links dreht, damit wir ihn uns nicht sieht, ne? So, dann geht er bestimmt gleich nach links und dann können wir wieder platt machen. Nein, schon wieder, er brennt alles ab. Ausschwärmen! Sucht alles ab! Wird gemacht! Boah, die haben uns nicht gesehen, Gott sei Dank. Ein bisschen dumm von mir, aber. Ihn da oben müssen wir auf jeden Fall kriegen. Das war uns eigentlich nicht so.
längst hier durch. Hm? Hey du, was ist los? Oh, da drüben sind zwei Stücke gesehen. Bei Helm sind die immer ein bisschen blöd, ne? Der Mann. Er hat sie mitgenommen. Was wird er mit ihr machen? Denk lieber nicht drüber nach. Wir gucken mal, was wir hier finden. Vielleicht. Wir wissen noch nicht, was vor sich geht. Das sind ein paar Kisten hier. Die machen wir mal auf. Drin ist. Okay. Was ist das für ein Ort? Zumindest nicht ihr Versteck, würde ich sagen. Das muss aber ganz in der Nähe sein. Pfeil ist auch gut. Hier liegt auch noch irgendwas. Boah, ist das düster hier, ey. Wo sind jetzt wieder an der falschen Stelle rausgekommen? Was ist das? Geh jetzt herunter. Da noch einer ausgeht hier, ne? Geht's auch nochmal hoch. Kannst du hier rauskommen? Wir müssen auf der anderen Seite. Ja. Gut, müssen wir mal rausfinden, wie wir hier durchkommen, wie wir kommen. Also, ob wir das Mädel da helfen können, weiß ich jetzt auch nicht. Müssen wir mal gucken. So. Warum geht der eine Typ? Ihr Anführer. Ja, Milo. Den Namen kenne ich. Er macht die ganze Mittelmeerküste unsicher. Ein schlechter. Na, wunderbar. Die Ratten sind nicht hier, Amicia. Hey, komm mit hoch. Können wir nicht abschießen, wenn wir wollen. Oh, das war dumm. Das war gut, aber jetzt habe ich einen Pfeil verloren. Ach, das war ja behindert. Na gut. So, aber hier sind wir, der Große kommt gerade nicht hier längs, oder? Was verloren hier? Okay. Seht mal, noch eine Kapelle. Nein, eher eine Art Tempel. Gehen wir rüber. Wir müssen einen Weg zur Festung finden. Melos Vorhaben jagt mir Angst ein. Wir mischen uns in Dinge ein, die wir nicht beherrschen. Ich warte. Weiß nicht. Die Leiche ist noch warm. Das zahle ich deinem Mörder heim. Wer ist denn der Typ da oben? Ah, okay. Da drüben!
Leben seid ihr? Oh nein. Den Mörder schnapp ich mir. Runterrennen. Hier ins Gebüsch oder so, oder da lang? Sie ist kaputt. Wir finden einen Weg. Kurz hier unten warten, bis der Typ sich da oben beruhigt hat. Mist, ey. Na gut, komm. Entschuldigung. So, probieren wir das nochmal aus. Geil, und steht genau neben ihm. Was? Er sieht uns nicht. Ich weiß, dass ihr das wart. Also er haut schon mal ab. Glaubt ihr, ich finde euch nicht? Ich glaube ich. Wir gehen da längs, wir gehen hier längs. Kommen wir jetzt da an den vorbei. Direkt an der Tür können wir nicht vorbeikommen, da ist ein Balken vor. Der dicke Typ schon wieder. Hier ist garantiert nichts. Sophia, benutzt dein Prisma bitte. Zeit, etwas Gras zu verbrennen. Sieht das nicht? Dreh dich um, du Spacko. Das müssen die gewesen sein. Oh oh. Nicht weg, ey. Das wird schwierig. Keine Sorge, ich finde euch. Versuchen wir mal. Für Glück. Hast du gesehen? Sie haben die Tempeltür verbarrikadiert. Die muss sich doch öffnen lassen. Ja, dann können wir hier weg. Die sind auch ein bisschen dumm, die Leute, ne? Aber warum Sklavenhändler? Warum hier? Sie sind überall. Mörder und Verräter. Solche Menschen gibt es leider, Hugo. Ja. Ich hoffe, wenn wir da hochkommen. Okay, aber was wollen wir da oben? Die Frage, ne? Mit einer Armbrust könnten wir in den Tempel gelangen. Wir müssen ein Seil finden. Das seid sicher ihr. Ich hab sie! Kommt her, nein, mir shit. Nach! Shit, 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 shit. Mist. Ja. Okay, wir müssen also erstmal ein Seil finden, um da irgendwie durchzukommen. Und nicht gerade das Leichteste, ne? Ich frage, ob da oben ein Seil ist. Aber die anderen Leute hier nerven mich auch ein bisschen. Dicke ist da runter. Vielleicht können wir hier schnell da hoch. Was ist los? Nein, komm! Das hat uns keine, ich hätte uns gar nicht sehen dürfen. Ich sehe sie nicht mehr! Das und stirb! Was haben wir denn hier? Los! Haltet die Eindringlinge auf! Mir nach! Haltet die Eindringlinge auf! Ah. 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 Nein. Ah, okay.
Da war ich zu langsam, ne? Müssen wir mal anders regeln. Also, die Idee dahinter ist ja gut und wir wissen, was wir machen sollen. Wir müssen nur diesen Dicken da oben loswerden und auch die Typen hinter uns. Scheiße, wenn man nichts hat, ne? Kommt da runter, Dicke? Da kommt der andere gerade raus. Wir müssen mal gucken, dass, wenn der Dicke weg ist, wir gleich nochmal hochkommen irgendwie. Aber nehmen Soldaten die Sklavenhändler nicht fest? Nein. Warum? Das ist schrecklich. Weil die Aussicht auf Geld vieles möglich macht. Er nervt mich da. Kann ich abhauen? Spasti, piss dich. Und hoch. Hey, komm mit hoch. Ich gebe mein Bestes. Ach so. Reiß dich zusammen. Hier ist noch ein Seil. Gut gesehen. Damit kommen wir hinein. Sie haben uns gesehen. Gehen wir, bevor mehr kommen. Ja. Wer ist das, Bastard? Lauf da rüber zur Tür. Komm, 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 wir schaffen das. Nein, Leute, wir schaffen. Wir waren noch fast im Ziel. Oh, wie beschissen ist das denn? Los, andere nach oben, egal, machen wir trotzdem mal. Ich war los. Ich sehe sie. Sie haben. Ja, okay. Oh, ja, dumm von mir. Da. Alarm! Tötet die Eindringlinge. Ja, das war's wieder. Okay. Nicht so viel Sinn. Mir nach! Haltet die Eindringlinge auf! Okay. Ja, probieren wir noch einmal das Ganze. Der geht gerade runter und der kommt da raus jetzt. Es nervt so ein bisschen, dass der da rauskommt, echt. Der braucht auch so lange Zeit. Ja, weil der andere Typ kommt auch gleich hier gelaufen. Er muss aber weitergehen dafür. Geh doch zurück in deine scheiß kleine Höhle. Wir schaffen das. Und zu. Gott sei Dank. Boah, das war aber auch jetzt eine nervige Arbeit. Gut. Ja. Gut gemacht. Sind wir sicher? Ich glaube ja. Das Erste. Vorerst. Vorerst? Ich weiß. Die Tür scheint schon länger festzuklemmen.
Dann müssen wir sie entklemmen. Mal sehen, was das bewirkt. Heb deinen Kronleuchter an. Einen großen. Sieht schwer aus. Die Kette scheint zu halten. Okay, warte. Stell ihn einfach drauf. Kannst du die andere machen dann? Sophia, kannst du das übernehmen? Gerne doch. Ich dachte, wir können darauf. Oder nicht? Okay. Beeilt euch. Bitte. Geht klar. Kletter hoch. Alles klar. Wie lange kannst du den Kronleuchter halten? Dadurch machen wir uns jetzt am Weg, oder was? Wir haben hier ein Seil. Ah, okay, warte. Noch direkt auf diesen kleinen Knospen wieder unten. Und jetzt wie so eine große Bimbam-Tür. Ich ziehe weiter. Das wird bestimmt laut werden. Wirklich laut. Wir sollten weiter. Ja. Ja. Das ist ein bisschen Quatsch, oder? Die anderen Leute, Soldaten sind direkt da vorne. Na gut. Da ist die Festung. Gut. Warum kommen die Sklavenhändler nicht im Traum vor? Träume zeigen selten die ganze Wahrheit. Aber der Traum hat mich belogen. Wir sollten hier geheilt werden. Was uns die Träume nicht geben, nehmen wir uns. Das ist anstrengend, aber so ist das Leben. Ich glaube, wir können nichts machen. Leider, leider können wir nichts machen. Wir können auch von automatisch immer so jetzt auch... ich habe ja die Fähigkeit erlernt, dass ich auch unterwegs einfach alles bauen kann. Also von daher... So. Oh. Oh, hier sind die Sklavenhändler immer noch. Oh, oh. Ist schon gut. Es wird schnell gehen. Zur Hölle mit dem Scheiß. Hast du ein Problem, Diaz? Naja. Diese Viecher tauchen auf, um uns zu fressen. Unsere Sklaven entkommen und du tust was? Du verschwendest, was uns bleibt, an eine Frau, die irre ist. Falsch. Wir arbeiten nicht mehr für die Gräfin. Es ist alles im Gemälde. Die Ratten, sie kündigen die Ankunft des Sohnes an. Und wie hungrig sie sind, oder? Also ganz einfach. Wir verwöhnen sie, wir verwöhnen das Kind und werden neben dem Thron Platz nehmen. Und der Graf wird sich vor uns verneigen. Und die Welt wird folgen. Dann sag mir, wie viele werden zu Rattenfutter, bevor wir dieses Kind sehen? Du hast nicht genug Vertrauen. Und du hältst einfach nicht ein blödes Maul! Noch jemand? Fantastisch. Beginnen wir. Das Blut weist dem Sohn den Weg zur Kapelle. Unser lieber Diaz darf den Anfang machen. Heieiei. Er ist nicht zimperlich. Wir müssen ihm helfen. Oh. Können wir nicht mehr helfen. Oder? Nee. Es ist zu spät. Ich halte sie auf. Was ist mit Hugo los? Hör zu! Schauen wir uns beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss!